schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren als das der Berühmten. Dem Gedächtnis der Namenlosen ist die historische Konstruktion geweiht. Was Sie hier sehen, ist ein Monument für Walter Benjamin, was der jüdische Künstler Daniel Caravan in Porbou geschaffen hat. Als Walter Benjamin am 26. September in Porbou starb, war er quasi ein Unbekannter dort. Das ist heute nicht mehr so. Heute ist er bekannt als einer der größten Philosophen und Kulturkritiker des vergangenen Jahrhunderts. Und ich freue mich, dass Sie alle gekommen sind, um an diesen Abend gemeinsam mit uns an Walter Benjamin zu erinnern, aber auch an Lisa Fitko, seine Fluchthelferin, zu denken. Ich hatte mich sehr gefreut, als die Oberbürgermeisterin Frau Reker noch vor ihrer Wahl, aber hoffnungsvoll zugesagt hatte, zu unserer Veranstaltung zu kommen. Sie hat eine Wertschätzung für die Familie Benjamin, die ja aus Köln stammt, wie einige von Ihnen wahrscheinlich wissen. Der Vater von Benjamin kommt aus Köln. Und im vergangenen Jahr, als Eva Weisweiler, die ich auch herzlich begrüße, ihr Buch zu Dora Benjamin vorgestellt hat, hat die Oberbürgermeisterin auch die Familie Benjamin empfangen im Rathaus. Sie hat ihr mehr Aufmerksamkeit gewidmet als die veröffentlichte Meinung, die vielleicht nicht der Auffassung war, dass sie ein interessantes Kapitel der Vergangenheit, aber auch einen Blick auf die Gegenwart stattfinden könnte. Das wollen wir versuchen. Für Frau Oberbürgermeisterin Reker darf ich ganz herzlich Dr. Werner Jung begrüßen, den Direktor des NS-Dokumentationszentrums. Und ich habe ihn schon manche Rede sprechen hören. Ich weiß, dass er ein ausgewiesener Experte als Historiker und auch für die Fragen ist, die hier unter dem Thema Rechtsextremismus in Perpignan thematisiert werden. Herzlich willkommen, Werner Jung. Ich darf um das Grußwort bitten. Von den Nationalsozialisten und dem Vichy-Regime zuvor in die Enge getrieben, von der ständigen Angst beherrscht, von korrupten spanischen Polizisten festgenommen und nach Frankreich wieder abgeschoben zu werden, wo er mit großer Wahrscheinlichkeit in ein Konzentrationslager deportiert worden wäre, erschien ihm der Tod der einzige Ausweg. Diese Geschichte eines Verfolgten, dem in Europa kein Asyl gewährt wird, sollte uns heute eine Mahnung sein, dass sich dieses unheilvolle Kapitel niemals wiederholt. Auch heute befinden sich Menschen auf der Flucht vor Verfolgung und Vertreibung, und wir in Deutschland haben aufgrund unserer Geschichte eine besondere Verantwortung dafür zu sorgen, dass sie einen Ort finden, an dem sie aufgenommen werden, sich sicher und geschützt fühlen. Meine Damen und Herren, auch wir in Köln haben vor nicht allzu langer Zeit erlebt, wie Politiker einer rechtspopulistischen oder besser gesagt rechtsextremen Partei versucht haben, das Andenken an den durch das NS-Regime verfolgten Karnevalisten Karl Küpper zu instrumentalisieren. Dank des couragierten Handelns der übrigen Parteien und von Akteuren aus der Zivilgesellschaft ist es uns gelungen, diesem Vorstoß Einhalt zu gebieten. Um ein klares Zeichen gegen eine solche Vereinnahmung zu setzen, haben stattdessen das Festkomitee Kölner Karneval und die Förderer und Freunde des kölnischen Brauchtums den Karl-Küpper-Preis, einen Preis für Zivilcourage, gestiftet, der just am vergangenen Montag, also gar nicht so lange her, an die erste Preisträgerin Carola Rakete verliehen wurde. Ich kürze das mal ein bisschen und sage, sehr
geehrte Mitwirkende aus dem In- und Ausland, sehr geehrte Veranstalter, ganz herzlichen Dank für diesen Abend. Es ist das erste Mal seit einem Dreivierteljahr, dass ich Kulturgeschichte und Musik in Präsenz genießen darf. Ich bin selber aus der Branche, wir bieten derzeit alles digital an und ich freue mich unglaublich, dass das klappt und dass es in diesem wunderbaren Saal wirklich auch Umsetzung finden konnte. Das Archiv der Sozialen Demokratie, das ist meine Arbeitsstätte, ist natürlich auch ein Ort, wo wir uns mit den Verfolgungen und dem Holocaust ganz intensiv auseinandersetzen. Als ich gehört habe, wir dürfen kooperieren, und ich sage das jetzt mal, dass wir dürfen, es ist uns eine Ehre, an Walter Benjamin zu erinnern, war ich ganz begeistert, denn es ist eine wichtige Aufgabe der HistorikerInnen der Zukunft der sozialen Bewegungen, die kritischen Philosophen, die Kulturkritiker, die sich auch mit der Regierung Sozialdemokratie und den etablierten linken Parteien auseinandergesetzt zu haben, uns an ihre Inhalte zu erinnern, die Einheit im Dissens wieder zu suchen, uns kritisch und auseinanderzusetzen mit der eigenen Geschichte, mit der gespaltenen Arbeiterbewegung. Und da finden wir sehr viele Anknüpfungspunkte bei Walter Benjamin unter anderem. Wir müssen uns damit auseinandersetzen und genau nochmal analysieren. Und ohne einen Walter Benjamin werden wir das zukünftig nicht verstehen können, nicht als seriöse Geschichtswissenschaftlerin. Walter Benjamin war ja ein Intellektueller, der sich nicht für eine Partei oder sonstige Institution vereinnahmen lassen wollte. Und deshalb will ich auch der Versuchung widerstehen, ihn in die Ahnenreihe aufzunehmen, auf die wir uns als Rosa-Luxemburg-Stiftung beziehen, die sich einer pluralen Mosaiklinken verpflichtet sieht. Rosa Luxemburg war im Unterschied zu Benjamin eine Parteilinke, viele Jahre für die Sozialdemokratie, wenige Wochen für die kommunistische Bewegung. Aber Luxemburg und Benjamin ist gemeinsam, dass ihnen die Bewegung wichtiger war als Strukturen oder Institutionen. Der einen mehr in der Politik und in der politischen Praxis und dem anderen mehr in der Geschichte der Literatur, aber auch in der Politik. Und beide waren Marxisten. Doch ohne Politikerinnen und Intellektuelle wie Sie stünden wir mit ziemlich leeren Händen da, die wir uns heute darauf beziehen, dass sich die kapitalistische Gesellschaftsordnung überlebt hat und dass aus ihr auch die Kräfte erwachsen, sie zu überwinden. Walter Benjamin hat uns hinterlassen, dass die offizielle Geschichte von den Siegern geschrieben wird. Die führen dann im Triumphzug ihre Beute mit sich, die man als Kulturgüter bezeichnet, schrieb er. Und mit seinem Freund Brecht wirft Benjamin ja die Frage der lesenden Arbeiter auf, wer denn das siebentorige Theben und die chinesische Mauer geschaffen hat. Ich will auch den Referaten heute nicht vorgreifen, aber ein Gedanke von Benjamin scheint mir besonders aktuell. Er kritisiert die Arbeiterbewegung, weil sie die Ausbeutung der Natur, wie er schreibt, mit naiver Genugtuung der Ausbeutung des Proletariats gegenüberstellt, weil die Natur ja gratis sei und das Fortschritt als Befreiung der Arbeiter umstandslos mit der Beherrschung der Natur erkauft werden könne. Das hat er der Arbeiterbewegung angesichts des Faschismus Ende der 30er Jahre vorgehalten. Und nicht erst heute lernen wir, dass das Konzept der Naturbeherrschung sehr schnell eben umschlägt in das der Naturzerstörung. Die Hauptvorlage ist aber immer ein bestimmtes Buch, nämlich die Erinnerungen seiner Fluchthelferin Lisa Fitko, die 1985 im Hansa Verlag unter dem Titel »Mein Weg über die Pyrenäen« erschien. Dieses Buch ist bis heute sehr oft übersetzt und neu aufgelegt worden. 1986 wurde es zum politischen Buch des Jahres gekürt, übrigens in Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und Johannes Rau, damals Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, übergab den Preis mit den Worten: Obwohl sie größte persönliche Gefahren auf sich nahm, stellt Lisa Fitko ihre eigene Rolle weit in den Hintergrund und lenkt das Augenmerk auf die verzweifelte Lage der Emigranten, die ihre Heimat verloren haben und vor den Nazis fliehen mussten. Die Autorin zeigt völlig unprätentiös, eher selbstverständlich, wie notwendig es gerade in der Bedrängnis ist, sich menschlich und solidarisch zu verhalten. Trotz dieser im Original wesentlich längeren, aber sehr angemessenen Würdigung bezog sich die Presse immer nur auf eins
dieses aus 13 Kapiteln bestehenden Buches, das siebte mit der Überschrift Der alte Benjamin. Benjamin war damals 48 Jahre alt, in dem sie über den letzten Weg Walter Benjamins berichtet. Alles andere schien die Rezensenten nicht zu interessieren, weder ihr Leben noch ihre politische Einstellung noch die Schicksale der vielen anderen Flüchtlinge, denen sie geholfen hat. Ihr zweites Buch, Solidarität unerwünscht, in dem sie über die Zeit zwischen 1933 und 1939 berichtet, wurde fast gar nicht mehr beachtet. Erlauben Sie mir darum, dass ich einige kleine Nachträge mache, bevor ich zum eigentlichen Thema Benjamins letzte Passage komme. Lisa Fitko, geborene Eckstein, kam 1909 in der heutigen Ukraine zur Welt in einem Gebiet, das damals noch zu Österreich gehörte. Ihre Eltern, Ignaz Eckstein und Julia Schalek, waren Juden böhmischer Herkunft. Sie hatte noch einen älteren Bruder, Hans Eckstein, der später ein berühmter Physiker wurde. Zwischen der Ukraine, Wien und Budapest erlebte sie unruhige Kinder- und Wanderjahre. Auf der einen Schule wurde Deutsch, auf der anderen Ungarisch gesprochen. Manchmal spotteten die Mitschüler über die kleine Sarah, wie man sie nannte, weil sie Jüdin war. Doch der Vater tröstete sie und sagte, Antisemitismus ist der Sozialismus der Dummen. Er selbst, zunächst Kaufmann, wechselte im Ersten Weltkrieg zum Journalismus über und gab eine sozialistische Zeitschrift, Die Waage, Wiener Wochenschrift für Volkswirtschaft, Politik, Literatur und Kunst, heraus. Er berichtete über die Ermordung Liebknechts und der eben erwähnten Rosa Luxemburg, analysierte die Schattenseiten der neuen Republik Österreich und rief Künstler und Ärzte zum Sozialismus auf. Nach dem Ersten Weltkrieg brachen schwere Zeiten für die Familie an. 50% Tuberkulosekranke in Wien, Massensterben an spanischer Grippe, Mangel an Brot, Fleisch, Milch und Gemüse, der ideale Nährboden für soziale Unruhen und Antisemitismus. Als es im Oktober 1919 zu einer Massenkundgebung, Zitat, christlicher Wiener kam, bei der Anhänger der Christlich-Sozialen Partei die Ausweisung aller Juden aus Österreich forderten, schrieben einige sozialdemokratische Blätter, die Arbeiterschaft Wiens wird der antisemitischen Demonstration keine Beachtung schenken. Doch Ignaz Eckstein nahm seine 10-jährige Tochter an die Hand und erklärte, wenn man nichts dagegen tut, lässt man es blühen und gedeihen. Aus dem Wegschauen kann mithelfen werden. Das und noch vieles andere, schrieb sie kurz vor ihrem Tod, gehört zu den Erinnerungen, die mich im Exil begleiteten und manchmal halfen, den Weg zu weisen. Als Lisa 13 war, zog die Familie nach Berlin, wo ihr Vater den Journalistenberuf aufgab und ins Exportgeschäft wechselte. Lisa litt zunächst sehr unter dem Ortswechsel, lebte sich aber nach und nach ein, lernte den Dialekt, sah Brechts Drei-Groschen-Oper, den Film Coole Wampe, hörte Claire Waldorf singen. Sie sah aber auch Kriegskrüppel und Bettler, junge Leute, die vergeblich nach Arbeit suchten, erlebte die Weltwirtschaftskrise, den Blutmann. Fast alle in ihrer Schulklasse waren politisch, ob rechts oder links, auch die Lehrer. Wie viele ihrer Mitschülerinnen trat sie in den Kommunistischen Jugendverband Deutschlands ein. Dort gaben sie eine Zeitung, die Junge Garde, heraus, organisierten Straßen- und Betriebszellen, gingen zum Turnen in die Rote Sportfront und fuhren am Wochenende an die Brandenburger Seen, wo sie sangen, Roter Wedding, grüßt euch Genossen, haltet die Fäuste bereit, haltet die roten Reihen geschlossen, denn unser Tag ist nicht mehr weit. Ihre Eltern, obwohl im Herzen immer noch Kommunisten, waren mit Lisas Radikalisierung nicht einverstanden. Sie wollten unbedingt, dass sie studierte. Fundiertes Wissen werde immer gebraucht, auch oder gerade im politischen Kampf. Doch Lisa verweigerte sich. Sie wollte kämpfen, Seite an Seite mit dem Proletariat. Ihr wisst ja nicht, wie viel ich lerne von Leuten, die nur die Volksschule besucht haben. Sie verstehen so viel von Dingen, die in keinem Universitätsseminar vorkommen, sagte sie. Um die Eltern zu beruhigen, ging sie auf eine Sprachenschule nach Paris. Als sie zurückkam,
sie war sehr sprachbegabt, sprach sie fließend Französisch und wurde Auslandskorrespondentin bei einer Bank. Doch sie behielt diese Stellung nicht lange, weil sie Kommunistin und Jüdin war. Nach der sogenannten Machtergreifung schloss sie sich dem kommunistischen Widerstand an, was bedeutete Tanzschriften schreiben, Aufrufe in Fabriken, Kinos und Straßenbahnen verteilen, unter falschen Namen in Hinterzimmern leben, mitzuerleben, dass Freunde ins Gestapo-Gefängnis kamen oder von SA-Leuten erschossen wurden, wie ihr Freund Erich Meyer aus Spandau, den sie mit 7 Rücken- und 3 Kopfschüssen töteten. Ihre Eltern bereiteten ihre Flucht in die Tschechoslowakei vor. Doch Lisa wollte nicht mitgehen. Ausgeschlossen. Ich kann jetzt nicht weg von hier. Wir können nicht aufgeben. Ich bin kein Deserteur. Ein paar Monate später ging sie doch, mit gefälschtem Pass und schlechtem Gewissen. Ein paar junge Genossen hatten sie verraten. Sie entwarfen der Gestapo das Bild einer zweiten Rosa Luxemburg, die die Weltrevolution plane. Vielleicht hielten sie das Ganze für einen Scherz, aber es war keiner. Lisa war in großer Gefahr und musste fort. Ihre erste Station war Prag, wo sie ihren späteren Mann kennenlernte, Hans Fitko. Auch er aus Berlin, Kommunist, Journalist. Sohn einer kinderreichen Arbeiterfamilie, politischer Leiter der Spandauer KPD, von den Nazis in Abwesenheit zum Tode verurteilt, weil er einen NSDAP-Mann erschossen haben sollte, der in Wirklichkeit von seinen eigenen Leuten umgebracht worden war. Die beiden blieben bis zu seinem Tod im Jahr 1960 zusammen. Hans Fitko war der geborene Untergrundkämpfer. Ob in Prag, Basel, Amsterdam oder Paris, überall schrieb er für Zeitungen der KPD und der Kommunistischen Internationale. Unter Lebensgefahr verhalf er vielen Menschen zur Flucht, wobei er nicht danach fragte, welcher Partei sie angehörten, ob der KPD, SPD, der christlichen Widerstandsbewegung oder den Naturfreunden. 1937 wurden Lisa und er in Paris aus der KPD ausgeschlossen, weil sie, wie man glaubte, Trotzkisten seien. Lisa, die wenig an Theorie interessiert war und den Unterschied zwischen Trotzkisten, Stalinisten und Marxisten wahrscheinlich nicht einmal kannte, sagte zu der Genossin, die ihr die Botschaft überbrachte, dass wir Trotzkisten sind, ist reine Fantasie. Und wenn es wahr wäre, dann würde es dich einen Scheißdreck angehen. Weißt du noch, was Solidarität ist? Diese Gehässigkeiten unter Genossen, ist das deine Rolle im Kampf gegen Nazi-Deutschland? Hätte der Kampf gegen den Faschismus, fragte sie sich immer wieder, gelingen können, wenn man sich einiger gewesen wäre, wenn es nicht diesen ewigen Kampf zwischen KPD und SPD, aber auch innerhalb der KPD selbst gegeben hätte. Lisa wollte es damals kaum glauben, dass, Zitat, unsere Freunde, die zusammen in den Folterkammern waren, die zusammen an den spanischen Fronten gestanden haben, sich jetzt als Feinde bekämpfen, nur weil sie unterschiedlich über Trotzki, Marx oder Stalin dachten. Aus Lisas Gestapo-Akte im Berliner Bundesarchiv geht hervor, dass sie den Freunden der Sozialistischen Einheit Deutschlands beitrat, einer Gruppe parteiloser antifaschistischer Intellektueller, die etwa 380 namentlich bekannte Mitglieder hatte, darunter der Mediziner Fritz Frenkel, ein alter Berliner Freund Walter Benjamins. Benjamin und er wohnten in Paris auf der Rue d'Amballe Nummer 10 in einem Haus, in dem viele exilierte Juden lebten, so auch die Schriftsteller Manes Sperber, Arthur Köstler und Hans Eckstein, Lisas Bruder, mit seiner Frau Eva. Lisa war dort oft zu Besuch, bei ihren Geschwistern und um sich von Frenkel behandeln zu lassen, der hier illegal praktizierte. Dabei lernte sie Walter Benjamin kennen. Sie sah ihn manchmal, wenn er in seinem rostroten Bademantel die Tür öffnete, oft mit wirrem Haar und etwas verschlafen, da er meistens nachts zu arbeiten pflegte. Seine Mitbewohner nannten ihn liebevoll ironisch den Waldgeist. Kurz nach Kriegsbeginn wurden die aus Deutschland und Österreich stammenden Männer als feindliche Ausländer in Internierungslager gesperrt.
Hans Fitko kam ins Lager Nevers an der Loire, wo er in einem alten Schloss, dem Château de Vernuche, Walter Benjamin wieder traf. Benjamin soll damals sehr mutlos gewesen sein. Einmal wieder auf einer Kaffeeterrasse sitzen und die Daumen drehen, das ist alles, was ich mir noch wünsche, pflegte er zu sagen. Er litt unter starken Entzugserscheinungen, da er versuchte, sich das Rauchen abzugewöhnen. Fitko meinte, der Zeitpunkt sei falsch, warum er sich das gerade jetzt und hier antun müsse. Benjamin sagte, er könne die Lagerhaft nur ertragen, wenn er sich auf eine gewaltige Anstrengung konzentriere. Das Rauchen aufzugeben, kostet mich diese Anstrengung und so wird es mir zur Rettung. Fitko kam frei, indem er sich als Arbeitssoldat zur französischen Armee meldete. Benjamin wurde auf Betreiben von Freunden und seiner geschiedenen Frau Dora, geborene Kellner, entlassen. Er wollte nach Amerika gehen und an der New School for Social Research arbeiten, wo Adorno und Horkheimer schon alles für ihn vorbereitet hatten. Doch das Visum ließ endlos auf sich warten. Als Dora, eine ehemals erfolgreiche Übersetzerin und Journalistin, ihn kurz vor Weihnachten 1939 in Paris wieder sah, beschwor sie ihn, ihr nach London zu folgen, wo sie sich gerade eine neue Existenz als Hotelbesitzerin aufgebaut hatte. Ein Zimmer für ihn sei schon vorbereitet und auf sein Visum könne er doch auch in London warten. Erst schien er nicht abgeneigt, zumal auch Stefan, der gemeinsame Sohn, in London lebte. Aber dann blieb er doch in Paris und schrieb weiter an seinem Passagenwerk und an den Thesen zum Begriff der Geschichte. Erst als Paris von den Deutschen besetzt wurde, verließ er die Stadt. Lisa Fitko wurde im Frühjahr 1940 im Lager Gurs am Nordrand der Pyrenäen interniert, wo in primitiven Baracken Tausende von Frauen einsaßen, Jüdinnen, Nationalsozialistinnen, Kommunistinnen, Nonnen, Prostituierte, Sintetzers. Obwohl die Verhältnisse schrecklich gewesen sein müssen, verschlammte Böden, Wanzen, Hungersnot, Tote, Psychosen, war sie froh, viele alte Freundinnen wiederzutreffen. Mit den meisten war sie sich einig. Sie würden nicht warten, bis die Deutschen kämen, um sie zu deportieren. Sie würden auch nicht auf ihre Männer warten. Sie würden fliehen und im Untergrund überleben, egal wie. Mit gefälschten Papieren verließen sie im Juli 1940 das Lager und schlugen sich zunächst bis nach Lourdes durch, wo sie eigentlich auch Walter Benjamin hätten treffen können, der mit seiner Schwester auf der Rue Notre-Dame Nummer 8 lebte und immer noch auf sein amerikanisches Visum wartete. Er schrieb viele Briefe von dort, die betrübt, aber nicht hoffnungslos klingen, zog Kuba, San Domingo und die Schweiz als Exilländer in Erwägung, zumindest vorübergehend, bis er das Visum für Amerika endlich habe. Hannah Arendt meint, er habe in dieser Zeit öfter von Selbstmord gesprochen, aber hatte er das nicht schon immer getan? Hatte er nicht schon 1932 an seinem 40. Geburtstag angekündigt, sich in Nizza das Leben nehmen zu wollen, in einem Gefühl jener tieferen Müdigkeit, über das er oft mit seinen Freunden gesprochen hatte? Und hatte seine frühere Frau Dora nicht schon 1918 seinem besten Freund Gershom Scholem erklärt, es sei der Sinn ihres Lebens, ihn zu schützen und ihn fähig zum Leben zu machen? Irgendwo im Chaos fanden Lisa und ihre Freundinnen ihre Männer wieder und schlugen sich auf Umwegen nach Marseille durch in die letzte freie Hafenstadt Frankreichs. Dort versammelten sich tausende verzweifelter Flüchtlinge vor den Konsulaten, in den Kneipen, am alten Hafen, alle auf ein Dokument wartend, das sie für die Ausreise brauchten, auch nach Mexiko, Kuba, China, Argentinien oder bestenfalls Nordamerika. Doch das Visum war bei Weitem nicht alles. Es wurden Stapel weiterer Papiere benötigt, die kaum, dass sie abgestempelt waren, schon wieder ungültig wurden. Wenn man, was die meisten vorhatten, von Lissabon abreisen wollte, da von Marseille aus kaum noch Schiffe gingen, brauchte man ein Ausreisevisum aus Frankreich, ein Transitvisum durch Spanien, ein zweites durch Portugal und eine Bescheinigung über eine in amerikanischer Währung bezahlte Schiffspassage.
Die meisten scheiterten schon am Ausreisevisum, das in Vichy unter deutscher Kontrolle ausgestellt wurde. Wer es beantragte, stand sofort auf den Listen der Gestapo. Es mussten also Fluchtwege über die Pyrenäen gesucht werden, die weder den Nazis noch der französischen Garde Mobile bekannt waren. Einige prominente Flüchtlinge, darunter die Werfels und Teile der Familie Mann, waren noch über Cerbère nach Spanien entkommen, doch diese Route wurde nun streng bewacht. Hans Fitko beschloss, dass Lisa an die Grenze fahren und nach Auswegen suchen sollte. Warum gerade sie? Die bei weitem kleinste und zarteste der Gruppe, die bisher nur Flugblätter tippen, Aushilfsjobs machen und Quartiere beschaffen durfte, typische Frauenarbeit also. Weil sie fließend französisch war und sehr sportlich war und aufgrund ihres Aussehens leicht als Südländerin durchgehen konnte, während man ihm sofort den Deutschen ansah und besonders anhörte. Lisa fuhr also in den kleinen Grenzort Port-Vendres, wo bereits ein paar Freunde untergetaucht waren. Man sagte ihr, im benachbarten Banlieue-sur-Mer gebe es einen Bürgermeister, Vincent Azema, einen alten Sozialisten, der ihr sicher helfen würde. Sie ging hin und kam sofort mit ihm überein. Er skizzierte ihr einen Weg durch die Weinberge bis auf eine Passhöhe und von dort hinunter nach Portbou in Spanien. Es sei ein alter Schmugglerpfad, den schon viele Spanienkämpfer gegangen seien. Lisa hatte zunächst vor, es allein auszuprobieren und danach ihren Mann und die Freunde herüberzubringen. Doch am nächsten Morgen, am 25. September 1940, klopfte plötzlich jemand an die Tür. Es war Walter Benjamin. In feinem, wenn auch etwas abgetragenem Pariser Zwirn mit einer Aktentasche unter dem Arm. Er hatte sein amerikanisches Visum endlich bekommen, doch nicht das Ausreisevisum. Bei seinen Irrwegen durch Marseille hatte er Hans Fitko wieder getroffen und sich mit ihm beraten. Ihr Gemahl hat mir erklärt, wie ich sie finden kann. Er sagte, sie würden mich über die Grenze nach Spanien bringen. Was hatte er gesagt? Mein Gemahl? Es sah ihm ähnlich, er nahm immer einfach an, dass ich schon hinkriegen würde, was es auch sei. Sie sagte ihm, dass sie den Weg noch nie gegangen sei, aber das war ihm egal. Das größere Risiko wäre es, nicht zu gehen. Azema riet ihnen, am Nachmittag einen scheinbar harmlosen Spaziergang zu machen, um den ersten Teil der Strecke auszuprobieren. Sie sollten bis zu einer bestimmten Lichtung gehen, dann wieder zurück nach Banyus und am nächsten Morgen erneut aufbrechen, wie die Weinbauern gekleidet, damit sie nicht auffielen. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Maire, sagte Benjamin. Aus Lisas Erinnerungen spricht Sympathie für Benjamin, aber auch Distanz, ja leise Ironie. Da ist von einem hoffnungslosen Tollpatsch mit glasklarem Verstand die Rede, von jemand, der mit 48 schon wie ein alter Mann aussah, sich mitten im Weltuntergang benahm wie im spanischen Hofzeremoniell und seine Bekanntheit stark überschätzte. Sie selbst hatte noch nie etwas von ihm gelesen, wie auch. Sie lebte im Untergrund. Sie las gern, aber nur kurze Texte, die man im Fluchtgepäck mitnehmen konnte. Bertolt Brecht, Rilke, Heine, Stefan Zweig, manchmal auch Kafka. Die Kunst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit war zu dieser Zeit nicht ihr Thema. Benjamin erklärte dem Monsieur le Maire, dass er nicht allein sei, sondern in Begleitung einer gewissen Frau Gorland, die mit ihrem 17-jährigen Sohn Josef oder José ebenfalls nach Amerika fliehen wolle. Henny Gorland war eine aus Aachen stammende Fotografin jüdischer Herkunft, die für den sozialdemokratischen Vorwärts gearbeitet hatte. Ihr Mann hatte sich freiwillig zur französischen Armee gemeldet und war zurzeit in deutscher Gefangenschaft. Lisa fand es gut, dass sie mitkommen wollte, denn in einer größeren Gruppe zu gehen, war unauffälliger als zu zweit. Sie begannen also ihren Erkundungsgang. Benjamin schien in guter Verfassung zu sein, wenn auch nicht sehr geschickt oder beweglich. Ihr fiel auf, dass er wieder seine dicke Aktentasche unter dem Arm trug. Als Lisa ihm helfen wollte, sie zu tragen, sagte er nein. Darin ist mein neues Manuskript.
Aber warum haben Sie es denn auf diesen Kundschaftsgang mitgenommen? Diese Aktentasche ist mir das Allerwichtigste. Ich darf sie nicht verlieren. Das Manuskript muss gerettet werden. Es ist mir wichtiger als meine Person. Das wird kein leichter Übergang, dachte ich. Als sie die Lichtung erreicht hatten und nach kurzer Rast wieder umkehren wollten, weigerte Benjamin sich, mitzukommen. Gehen Sie 3 Uhr los. Ich werde die Nacht hier verbringen und Sie stoßen morgen früh wieder zu mir. Er sagte, dass er seine Kräfte schonen müsse. Sein angegriffenes Herz sei den Strapazen des nächsten Tages sonst nicht gewachsen. Lisa glaubte nicht richtig zu hören. Es war Frühherbst. Nachts war es in dieser Höhe schon kalt. Benjamin hatte weder eine Decke noch Proviant bei sich. Außerdem sollte es Schmuggler und wilde Stiere in der Gegend geben. Sie setzte ihm alles ruhig auseinander, doch Benjamin wurde fast zynisch und sagte, wollen Sie mich vor wilden Stieren beschützen, gnädige Frau? Lisa sah, dass es keinen Sinn machte, ihn umstimmen zu wollen. Außerdem war sie nicht nur für ihn, sondern auch für die Golans verantwortlich. Sie mussten zurück nach Banjus, um zu schlafen, sich wetterfeste Kleidung und Proviant zu besorgen, ein Brotbeutel, mit dem sie wie die Weinbauern aussahen und so weiter. Als sie am nächsten Morgen wiederkamen, war Benjamin noch da. Etwas derangiert, aber in unbedenklicher Verfassung. Er war, soweit ich sehen konnte, guten Mutes, sagte sie später in einem Interview. Er war nicht verzweifelt. Allerdings hatte er seltsame lila Flecken um die Augen, vielleicht doch Vorboten eines Herzinfarkts. Auf Lisas besorgten Blick hin sagte er, das seien nur die Ränder seines Brillengestells, die vom Tau feucht geworden Farbspuren hinterlassen hätten. Der Weg, eher ein Trampelpfad, führte durch tiefes Geröll und war stark überwuchert. Benjamin blieb alle 10 Minuten stehen, wobei er peinlich genau auf die Uhr sah. Er erklärte, dieses Verfahren habe er sich in der Nacht überlegt, um seine Kräfte optimal einzuteilen. Die Aktentasche wurde ihm mit der Zeit immer mehr zur Last, sodass José und Lisa sie ihm abwechselnd abnahmen. Manchmal mussten sie ihn auch zwischen sich nehmen und bergauf schleppen. Mehrere Benjamin-Forscher haben Lisa später tadelnd gefragt, wenn sie schon so leichtsinnig gewesen sei, den erkennbar herzkranken Benjamin auf diese Tour mitzunehmen, ob sie denn wenigstens gewusst hätte, welches Manuskript er bei sich geführt habe. Du lieber Himmel, ich hatte alle Hände voll zu tun, meine kleine Gruppe bergauf zu führen. Die Philosophie musste warten, bis wir über den Berg waren. In den Pausen aßen sie nur wenig. Sie waren viel zu aufgeregt. Nur Benjamin wünschte sich dringend eine Tomate. Gnädige Frau, wenn Sie gestatten, darf ich mich bedienen? Es gab bedrohliche Situationen auf dieser Passage. Ein sonnengebleichtes Skelett, das plötzlich vor ihnen lag, 2 große schwarze Vögel, die über ihnen kreisten. Benjamin hatte starken Durst, doch Lisas Feldflasche war längst leer. Sie waren schon auf spanischem Gebiet, als sie an einem grünlichen Tümpel vorbeikamen. Benjamin kniete sich nieder, um zu trinken. Sie können das nicht trinken. Das Wasser ist schmutzig und sicher verseucht. Seien Sie vernünftig. Sie holen sich Typhus. Entschuldigen Sie, aber ich habe keine andere Wahl. Wenn ich hier nicht trinke, kann ich vielleicht nicht bis zum Ende durchhalten. Er kniete sich hin und trank mit der Energie eines Verdurstenden. Gegen 2 Uhr mittags sahen sie die ersten Häuser von Portbou. Sie waren fast 10 Stunden unterwegs gewesen. Lisa sagte, das Wichtigste sei ja nun geschafft. Sie müssten den Rest des Weges allein gehen. Gehen Sie zum Grenzposten und zeigen Sie Ihre Papiere, die Reiseunterlagen, die spanischen und portugiesischen Transitvisa. Sobald Sie Ihren Einreisestempel haben, nehmen Sie den nächsten Zug nach Lissabon. Aber das wissen Sie ja alles. Jetzt muss ich gehen. Auf Wiedersehen. Bis zum Frühjahr 1941 führte Lisa Fitko noch viele andere Flüchtlinge über die Grenze, teils im Auftrag des berühmten amerikanischen Fluchthelfers Varian Fry, teils aus eigenem Antrieb. Es waren Anwälte, Schriftsteller, Historiker, Journalisten und SPD-Leute, darunter
die Witwe des Reichstagsabgeordneten Otto Wels etwa, der in seiner letzten Rede in Berlin gesagt hatte, das Leben und die Freiheit können sie uns nehmen, die Ehre nicht. Von Benjamins Tod hat Lisa erst Tage später erfahren. Ich zitiere, die spanische Grenzstelle hatte der Gruppe mitgeteilt, dass sie zurück nach Frankreich gebracht würden. Eine neue Verfügung war gerade aus Madrid eingetroffen. Ohne ein französisches Ausreisevisum darf niemand nach Spanien einreisen. Was auch immer die neue Verordnung war, sie wurde bald wieder aufgehoben. Wäre die Nachricht von der Schließung der Grenze rechtzeitig zu uns gelangt, wäre zunächst niemand illegal über die Grenze gegangen und man hätte die weitere Entwicklung abgewartet. Il faut se débrouiller. Man muss sich zu helfen wissen, sich einen Weg aus dem Zusammenbruch bahnen. So lebte und überlebte man damals in Frankreich. Doch Benjamin war kein Débrouillard. Die Flucht über die Grenze hatte ihn erschöpft und er glaubte nicht, dass er imstande wäre, sie zu wiederholen. Und für diesen Fall hatte er alles im Voraus berechnet. Er hatte genügend Morphium bei sich, um sich mit einer tödlichen Dosis das Leben zu nehmen. Betroffen und erschüttert ließen die spanischen Behörden die Gorlans weiterreisen. 1986 erhielt Lisa das Bundesverdienstkreuz aus der Hand von Richard von Weizsäcker. Sie war glücklich und stolz, wenn sie auch immer wieder sagte, dass sie sich nie als Heldin gefühlt habe, sondern dass es für sie selbstverständlich gewesen sei, zu helfen, auch als auf Fluchthilfe die Todesstrafe stand. Trotzdem mischten sich Zweifel in ihre Freude. Galt diese Ehrung wirklich ihr oder dem Bedürfnis nach kollektivem Verdrängen? Benutzte man Benjamin und sie nicht als Alibi-Figuren, die von den vielen anderen ablenken sollten, den Opfern wie den Kämpfern, denen, die nicht in den Geschichtsbüchern standen und denen keine Denkmäler gesetzt worden waren? Traf es nicht zu, was Benjamin selbst einmal gesagt hatte, schwerer ist es, das Gedächtnis der Namenlosen zu ehren, als das der Berühmten. Wieder in Chicago schrieb sie einen Brief an von Weizsäcker, in dem sie diese Skepsis vorsichtig zum Ausdruck brachte. Nach wochenlangem Schweigen erhielt sie einen Brief seines Referenten, in dem es hieß, sicherlich ist der Kenntnisstand unserer Jugend über den Widerstand im Dritten Reich noch verbesserungsfähig. Der Herr Bundespräsident ist jedoch nicht der Ansicht, dass man, wie Sie vermuten, die Augen vor dieser Seite der Vergangenheit verschließt. Der sogenannte Historikerstreit dürfte das Gegenteil belegen. Auch im Rahmen des Geschichtswettbewerbs und den Preis des Herrn Bundespräsidenten sind mehrmals unter großer Beteiligung von ganzen Schulklassen und Einzelschülern das Dritte Reich und Fragen des Widerstands in vorbildlicher Weise behandelt worden. Dankeschön. Thank you. Thank you, Eva, and thank you, Madeline, without whom I wouldn't have made it here tonight. I'm going to start with a little passage, and again, I'm sorry for my German in advance, because I don't speak German, but I'm going to do my best. Kann es dir wieder geschehen, fragt Marlene, das gleiche wie damals? Kaum. Doch Brutstaaten des Faschismus haben weder zeitlich noch geografisch Grenzen. Du hältst die Nazi-Episode nicht für typisch deutsch? Fragt sie weiter. Unmenschlichkeit ist typisch für Faschismus, nicht für die Eigenheiten einer Nation, versuche ich zu erklären. Nur die Formen ändern sich. Man möchte so gerne glauben, dass einzig der Charakter des deutschen Volks verantwortlich ist. Denn dann glaubt man auch, bei uns kann das nicht passieren. Die das glauben, haben nichts gelernt. Und du, fragt Marlene, wo ist jetzt deine Heimat? Jetzt, zu Hause bin ich jetzt hier. Auch der Traum von Frieden und Freiheit lebt überall.
Thank you. Again, my name is Marisa Eckstein. I'm Marlena Eckstein's daughter and grandniece of Lisa Fitko, née Eckstein. Since I never met my grandparents, Lisa was more like a grandmother to me, but she also represented an otherwise lost generation. Lisa informed my studies of the Holocaust and my family history and inspired me to take my own path at university. It was because of her that I came to Walter Benjamin's essays that discussed ideas surrounding art reproduction, the aura, and situational space, which became a huge focus for me during that period. It seems to me that whenever I look to Lisa in my life, even now, there's something more for me to learn if I listen carefully. I remember her outside of time. She was a fierce storyteller with an incredible memory, reliving experiences from before, during, and after the war, giving learned advice, and heavily discussing current political issues. She didn't play with me or braid my hair, cook or sing for me. Rather, she asked me what I thought and offered me ways of understanding people and events. Most importantly, I remember her character, little things that intrigued me as a young girl, like the way she held firm in any argument, yet remained calm in her demeanor, her very assured gestures, and the parakeet who sat on her shoulder, or the collection of red lipsticks by the old radio. She was incredibly stubborn yet thoughtful, loving yet logical. There's a difference between knowing what to say and what to do, and she showed me this well. She wasn't a fanciful person, she was practical. She wasn't an academic, nor was she easily intimidated. She was intuitive and spoke her mind. When Hitler came to power, Lisa was a 24-year-old secretary in Berlin. She had already been active in the resistance, organizing anti-fascists, distributing leaflets, and helping to establish a multinational underground network. Straightforward and kind, she had a simple philosophy, one of camaraderie, equality, and liberty. It makes me wonder what kind of conversations she shared with Benjamin as they made their way up from Banyuls through the Pyrenees. Somehow she was able to translate these same values to me as a hot-headed adolescent in a way I could understand. I came to Banyuls last August to walk in her footsteps, years after reading her memoirs and feeling a strong desire to experience the land in which she hid and helped others escape. Hiking the F route brought memories both visceral and metaphorical. I return again this year, still drawn to the area, looking for more connection to the place in history that made my existence possible. I was met with an overwhelming sense of strength and mutual respect, not just for Lisa, but from the mountains, the sea, and this mysterious embrace between French and Catalan culture. Within and around everything, there's an honor for the land as a unifying entity that spans both sides of the border as a commonality above everything else to protect and preserve, including its history and that and what it represents. Although many borders are essentially closed doors, this one remains a labyrinth of possibility. I will always be grateful to have known Lisa, who I've looked up to my entire life. It's funny because she didn't view herself this way. She didn't do what she did for fame or recognition. She simply did it because, as she would say, it's what anyone should have done. And she would be the first to say that none of it was possible alone. I'm also grateful to people of multiple cultures and histories that were able to work together, not just believing in something, but acting instead of remaining complacent, and in so doing, save many lives with the understanding that our differences never outweigh the importance and beauty of our unity as human beings on this planet. Thank you.